Ja, bei mir jetzt ein enttäuschter und doch stolzer Fabian Ewerts, denke ich jetzt mal. Wie ist so die Gefühlslage kurz nach dem 0-2 nach Verlängerung in FSV Salmor, Fabian? Ja, unterm Strich tut's weh. Ergebnis ist sicherlich über 120 Minuten. Ein Ticken gerechtfertigt. Die Spielfreude ihrer Mannschaft waren es schon, aber ohne zwingende Chancen. Von daher tut es halt wirklich weh, dass man so spät die Dinger bekommt. Vor allem nach dem Eckball für uns. Schalten wir schlecht um. Dann eine ganz, ganz, ganz schwierige Entscheidung, ob es abseits oder nicht war. Kann auch genauso gut vielleicht ein paar Zentimeter abseits gewesen sein. Sei es drum. Nee, tut weh. Ich wäre gerne bis ins Elfmeterschießen gekommen, was wir auch verdient hätten. Personell lief es ja nicht so richtig rund. Es waren einige, die erst aus dem Urlaub kamen, andere, die fehlten. Die Zuschauer hatten besonders den Neuzugang aus Utrecht Fuchs vermisst und Dennis Sieger. Was war mit den beiden zum Beispiel? Ja, stimmt. Der Dennis hat sich im Montagstraining leider bei einer ganz harmlosen Aktion wahrscheinlich einen leichten Muskelfaser in der Wade zugezogen. Also der wird da noch ein bisschen ausfallen. Und Kevin Fuchs hat es am Wochenende leider mal einen Darm technisch erwischt. Der liegt flach, der konnte nicht. Stimmt, die hätten unserem Spiel sehr, sehr gut getan. Die anderen waren im Urlaub, aber unsere Saison fängt halt auch wirklich erst in 17 Tagen an. Da sind wir deutlich hinter den Salmauern hinterher. Wobei man das heute gar nicht so gemerkt hat. Aber man holt jetzt, denke ich mal, noch einiges Positives mit für die Saison, obwohl die Spiele in der Saison wahrscheinlich anders laufen werden. Ihr seid eher die Salmrohrer, oder? Ja, dann müssen wir deutlich mehr für das Spiel machen als heute. Heute konnten wir ein bisschen aus einer geordneten Defensive spielen, was wir in der ersten Halbzeit gar nicht gut gemacht haben. Da waren die Bälle zu schnell weg. In der zweiten haben wir uns aber viel, viel mehr getraut und auch gute Spielzüge drin gehabt. Ich glaube wirklich, wenn wir die 17 Tage jetzt noch intensiv arbeiten, dass wir am ersten Spieltag bereit sind. Ja. Wir hatten uns ja schon am Sonntag über Andreas Neuerburg unterhalten, aber vielleicht jetzt nochmal, jetzt ist es endgültig, er hört auf. Oder hast du doch noch die Hoffnung, dass er irgendwie nochmal seine Schuhe im Fall der Fälle nochmal auskramt? Fehlt ja schon eine wichtige Persönlichkeit. Ne? Also wenn es ganz eng wird, glaube ich schon, dass ich ihn überredet bekomme. Aber wir haben einen breiten Kader, da ist schon eine wohlüberlegte Entscheidung. Der Körper macht halt nicht mehr so mit und ich kann ja selbst nicht davon singen, wenn man halt merkt, dass man so ein bisschen hinterherläuft, nicht mehr richtig in Zweikämpfe bekommt, nicht mehr richtig sich behaupten kann, dann auch der letzte Schritt zu einem Torerfolg fehlt, das frustriert ungemein und ich glaube, daher war es einfach nur eine konsequente und richtige Entscheidung von ihm. Aber wir werden ihn vermissen, sehr vermissen, auch auf dem Trainingsplatz, auf dem Spiel werden wir ihn vermissen, also wir werden ihn überall vermissen. Er ist nicht weg, aber er wird natürlich deutlich seltener da sein.